da ich nicht sehen konnte, wo der Löwe jetzt ist. Da ist der Löwe. Nee, aber ich find's gut. Jedes Level, was ich zumindest zum Teil oder so kannte, oder wo es noch nicht blind war, habe ich noch kein Medipack verwendet. Das ist gut, das freut mich. Das hier sieht so gefährlich aus. Na, super. Nee, da komme ich nicht weiter. Oh! Fletscht die Zähne. Ich hoffe, dafür lohnt es sich aber auch, hier hinzugehen. Denn ansonsten fange ich an zu weinen. Gibt's ja echt nichts. Hier gibt's sogar weniger als nichts. Also hört mal, das sieht ja jetzt nun wirklich verdächtig aus. Genauso wie das große Medipack hier. Da hinten eine Shotgun-Munition. Ich sehe es genau. Schade, ich dachte, ich würde da vielleicht drauf kommen und dann, dass ich da dann vielleicht irgendwie... Obwohl, einen Versuch gebe ich mir noch. Einen Versuch gebe ich mir noch. Na, ja, zumindest nicht sowas hier. Nee. Schade, schade. War wieder eine bestimmte Art von Secret bestimmt. Was auch so viel Sinn macht. Leider kein Rückwärtssprung. Geht hier irgendwie was anderes? Ja. So.
Weil es sieht mir irgendwie so aus, als würde es da oben was geben. Und ich weiß auch, glaube ich, schon, wie ich dorthin komme. Aber dazu besser von diesem Standpunkt hier aus. Habe ich jetzt eigentlich da das Medipack? Ja, habe ich. Man könnte ja meinen, hier so von wegen, Blatrix, machst du vielleicht eine Challenge irgendwie draus? Nein, eine Blind Challenge habe ich eigentlich nicht vor. Für diejenigen, die sich jetzt noch nicht immer noch gefragt haben, ob ich das Ganze dann auch mal ohne Medipacks machen möchte. Dazu. Weil so viel traue ich mir dann doch nicht zu. Ja, natürlich muss es auch hier so ein bisschen wachsam sein. Weil... Da, habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Ach so, das war hier die Munition, die ich da schon vor Jahrtausenden erblickt habe. Und Lara will nicht springen, weiß der Geier nicht. Geier Sturzflug. Ja, was gibt's hier großartig zu erzählen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur Medipack. Ich bin auf der Suche nach Medipacks und Secrets. Wobei Secrets meistens Medipacks bedeuten. Denn mehr Medipacks bedeutet, dass ich länger überleben kann. Auch wenn ich bis jetzt noch kein Medipack verwendet habe. Es wird die Zeit kommen, da werde ich eins verwenden. Ich hab's schon im Blut. Schade, dass mein Sohn da nicht drauf schießen kann. So, das erste ist finito. Na komm, komm, put, 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 put. So, was haben wir denn alles hier? Zumindest mal ein kleines Medipack. Und sonst nichts. Sonst hier irgendwie was vielleicht mal irgendwie versteckt? Nein. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Hallo? Oder muss ich hier rüberspringen? Das glaube ich zwar jetzt ehrlich gesagt am wenigsten, aber... Oh. Hi.
Das sah so aus, als hätte ich Energie verloren, oder? Hier ist nichts. Doch, doch. Jetzt sehe ich's. Jetzt sehe ich's. Jetzt sehe ich's. Ich sehe es. Ich sehe es. Man muss sich hier rüber hangeln. Holzauge, sei wachsam. Ein Secretlein. Aber wo führt das hier alles hin? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Ah. Irgendwie habe ich das Gefühl... Nein! Ich habe das Gefühl, ich... Hab ein wenig Probleme mit dem Speichern. Und mit der Tatsache, dass da unten ein kleines Medipack ist, das ich noch nicht eingesammelt habe. Ja, ja, dass das ein Secret ist, das habe ich schon das letzte Mal irgendwie bemerkt. Aber ich habe noch nicht alles... gesehen hier. Hier könnte ja irgendwie was sein. Glaube ich zwar nicht, dass das hier dann im Dunkeln dann sein wird, auch so verdunkelt, aber